Hallo und willkommen zu Divinity Original Sin 2. Ja, ich freue mich mega drauf, dieses Spiel zu spielen. Ihr wisst ja, zumindest diejenigen, die meinen Kanal schon lange verfolgen, wissen ja, dass die Larian-Spiele bei mir sehr, mit sehr großer Beliebtheit von mir, von meiner Seite aus gespielt werden. Ja. Und da kann natürlich Divinity Original Sin 2 nicht fehlen. Ne? Das kann nicht fehlen. Es darf auch nicht fehlen. Das ist einfach geil. Wir spielen das jetzt. Und hoffen mal, dass es ein geiles Spiel ist. Ja. Also was schon mal richtig toll ist auch, dass hier so ein Spielleiter, weil es ist ja sehr, sehr stark nochmal an Pen and Paper angelehnt. Noch stärker als es der erste Teil. Und da haben sie ja nämlich auch noch einen Spielleiter-Modus eingebaut, der dieses Pen and Paper Feeling nochmal ein bisschen mehr rüberbringen soll als die Geschichte. Ja. Das vorweg. Divinity Original Sin 2. Wer das spielen will, wer das selber spielen will, muss nicht unbedingt den ersten Teil gespielt haben. Es gibt aber sehr viele Andeutungen und sehr viele Sachen, die halt auch auf dem ersten Teil hindeuten, die man nicht versteht, wenn man den ersten Teil nicht gespielt hat. Trotzdessen ist die Story, die hier im zweiten Teil spielen soll, nicht angeknüpft an den ersten Teil, womit man halt den Vorgänger nicht gespielt haben muss. Nur mal so als kleiner Hinweis. Ich check mal kurz die Option nochmal. Rampart Begrenzung 60. Achso, ist ausgeschaltet. Ja, gut. Nimm Sound. Ja, den Sound lasse ich jetzt erstmal so. Sound ist allgemein, hört sich ganz gut an, aber ich weiß nicht, wie das im Kampf ist. Ob das so übelst dröhnt. Ihr kennt es ja von Divinity Original Sin 1. Da kann es durchaus mal sein, dass Kampfmusik übelst laut ist. Aber egal, wir gehen in die Geschichte rein. Wir spielen den Einzelspieler. Wir spielen, welchen Modus spielen wir? Wir spielen den Entdecker-Modus. Wir wollen entdecken, wir wollen ja die Story erleben, wir wollen hier keinen Stress haben. Und wie wir ja alle wissen, selbst der leichteste Schwierigkeitsgrad in Divinity Original Sin kann auch richtig scheiße schwer sein. Ne? So. Falls eine gute Geschichte und eine aufregende Erkundung lieber ist als herausfordernde Kämpfe, ist dieser Schwierigkeitsgrad wie geschaffen für dich. Beginnen wir dieses tolle Spiel Divinity Original Sin 2. Und natürlich beginnt alles mit der Erstellung des Charakters. Die Charakterstellung. Willkommen in der bei der Charakterstellung. Hier kannst du deinen Herkunftscharakter wählen oder einen. Nee, kannst du deinen, nicht deinen, einen. Einen Herkunftscharakter wählen oder einen Helden erschaffen. Genau, es gibt nämlich jetzt auch so Origin-Charaktere, die Herkunftscharaktere, wie sie in Deutsch übersetzt wurden. Die haben an sich noch eine Story, eine Hintergrundgeschichte selbst noch. Das heißt also, jeder Charakter hat so eine eigene Hintergrundgeschichte noch zusätzlich zu der eigentlichen Geschichte, die am meisten dann Sinn macht, wenn man mit mehreren Leuten, also quasi Multiplayer spielt, weil man nämlich dann durchaus, weil wenn man natürlich mehr, wenn die ganzen Multiplayer-Mitspieler dann auch verschiedene Herkunftscharaktere oder Origin-Charaktere spielen, sich das ein bisschen überschneiden kann und dadurch so, ja, ich sag mal, so ein paar Rivalitäten können da entstehen. Das ist ganz, ganz witzig gemacht. Das funktioniert aber im Einzelspieler nicht. Man kann trotzdem die Hintergrundgeschichte spielen, aber dieses ganze im Hintergrund, dieses Überschneiden der Story-Elemente, das funktioniert natürlich im Einzelspieler-Modus nicht. Klar, man kann Partymitglieder finden, die dann auch auf einer Origin-Story basieren. Die dann auch diese Origin-Story wahrscheinlich auch haben.
aber ich weiß von jedem Charakter dann die Origin Story und was er tun muss und kann dann perfekt so handeln, dass jeder perfekt eine Origin Story spielen kann. Ja? Im Multiplayer weiß der eine von dem anderen nicht, wie seine Origin Story ist und wie weit er gerade mit der ist. Deswegen passt das im Multiplayer ein bisschen mehr. Aber wir machen das einfach mal so. Wir werden auch keinen Benutzerdefinierten erstellen. Wir wollen einen Origin-Charakter erstellen. Und zwar, wo ist denn der? War da schon? Nee, Bestie ist es nicht. Ja, hier haben wir die Herkunftscharaktere. Wo ist denn der? Da, der rote Prinz. Den werden wir spielen. Den roten Prinz. Oh ja. Yeah. Den kann man auch nicht einstellen, ob der männlich oder weiblich ist. Den muss man so nehmen, wie er ist. Man kann ihn nämlich auch nicht so ganz doll customisieren. Das funktioniert alles nicht. Bei den Benutzerdefinierten kann man alles einstellen, hier nämlich nicht. Wir hören uns mal die Geschichte an. Famed, of course, for my unique red skin and unparalleled skills as a general of the House of War, I, the Red Prince, was raised within the vast palaces of the fabled Forbidden City. I was destined to become the next emperor. But my ambitions suffered a bit of a setback when I fell from grace for cavorting with demons. Now, I'm exiled and hunted by assassins. But I assure you, I remain undaunted and as determined as ever to claim my rightful throne. Ja, das ist die Hintergrundgeschichte von dem Roten Prinz. Das ist nicht die Geschichte vom Spiel selbst, nicht die Story. Das ist einfach nur seine Origin-Story quasi. Ja. Hier steht ja nochmal, du bist berüchtigt. Ein großer Krieger und General, der aus einem Land verstoßen wurde, weil er sich mit Dämonen abgab. Du bist in Ungnade gefallen, weigerst dich aber aufzugeben. Der Thron wird eines Tages dir gehören. Die Starttalente, die ich habe, ist einmal Drachenglut. Das ist ein Lizard-Standard. Nicht unter Spezial, ist aber allgemein eine Lizard. Na, wie sagt man das? Heldenfähigkeit, die halt die Lizards alle haben. Nämlich Feuer zu spucken. Und auch das hier ist eine Lizard-Standardfähigkeit, glaube ich. Das ist schon. Das hier ist. Das sieht man auch an diesen blauen. Blauen. Viereck da. Salmi. Das ist eine Source-Fähigkeit, ne? Und Source-Magic braucht man dafür. Und die bekommt man auch später im Spiel. Damit kann man bis zu 8 magische Rüstungen. Das ist nämlich auch ein neues System, das erkläre ich, wenn wir soweit sind im Spiel. Dass das Lebenssystem ein wenig anders ist und das Kampfsystem, oh man, also ist so viel geändert, das glaubt ihr gar nicht, wenn ihr den ersten Teil gespielt habt. Das ist so unglaublich. Talente komplex. Gibt dir 10% Feuerresistenz und 10%. Das ist super. Und du bekommst plus 1 Überredung von. Ja, gut. Also, wir spielen aber natürlich so wie im Vorgänger. Spielen wir einen. Wo haben wir den denn? Da haben wir den doch, den Waldläufer. Damit haben wir es eigentlich ganz gut gemacht. Wir spielen mit einem Waldläufer. Dabei ist es egal. Also in diesem Spiel, in diesem Teil ist es egal, ob wir Bogen oder Armbrust benutzen, weil es gibt, nicht so wie im Vorgänger, ein Armbrust-Trade und ein Bogen-Trade, sondern es gibt einfach nur ein Fernkampf-Trade und da fallen sowohl Armbrust als auch Bogen rein. Somit ist es egal, was man für eine Fernkampfwaffe benutzt. Das ist ganz gut gemacht. Also wenn dann zum Beispiel wir eine Armbrust finden, die besser ist als jetzt einen Bogen, den wir haben, dann kann man ruhig auch auf die Armbrust wechseln, das ist egal.
Weil wir das ja im Vorgänger gemacht haben, dass wir zwei Bogenschützen hatten und einer hatte Armbrust und wir hatten dann, glaube ich, den Bogen gehabt. Das entfällt hier. Gut, dann gehen wir weiter. Das Erscheinungsbild, da passen wir mal ein bisschen was an. Also hier zum Beispiel die Hautfarbe können wir zum Beispiel schon mal nicht anpassen, weil wir heißen ja der Rote Prinz. Wenn wir da nicht rot wären, dann ist es natürlich blöd. Ja, deswegen ist diese Anpassung nicht möglich. Aber wir können das Gesicht anpassen und das würde ich gerne auch machen. Ja, das hier. Das Gesicht nehme ich gerne. Das sieht, naja, okay. Sieht so, das sieht ganz gut aus. So, Frisur. Was haben wir denn für, okay, okay. Die Frisur ist geil. Gefällt mir. Frisur ist auch nicht schlecht. Die ist auch cool. Aber ich glaube, ich nehme die. Die Frisur. Haarfarbe. Lassen wir mal in Rot, weil wir sind ja rot. Deswegen ist es ganz gut, wenn wir sie so lassen. Ansonsten können wir hier nichts ändern. Voreinstellung. Ja, Weitläufer, genau. Das ist der Klassenarchetyp. Damit haben wir somit auch Finesse. Was uns mehr Schaden verursachen lässt mit Waffen, die Finesse voraussetzen. Und Bögen und Armbrüste setzen den Finesse-Wert voraus. Somit ist das gar nicht so schlecht, dass wir da schon plus 2 am Anfang haben. Können wir aber hier, wie man sieht, auch bearbeiten. Machen wir jetzt aber alles nicht. Wir lassen alles so Standard. Ich hab ein Haar. Auf dem. Mega schlimm für Brillenträger, wenn man irgendetwas auf der Brille drauf hat. Wie so ein Haar oder so. Das nervt total. So, Fähigkeiten haben wir am Anfang. Jägersmann natürlich wichtig. Das sind nämlich die, braucht man dafür, um halt die Jägerskills natürlich zu benutzen. Pyrokinet natürlich auch deswegen, weil wir hier so Feuerstrahl spucken können, Feuergel spucken können, sind wir auch beim Pyrokinet natürlich ein bisschen. Und wir haben sogar einen Glücksbringer-Trade, wobei ich da... Na, da müssen wir überlegen. Man kann nämlich später, wenn wir ein bisschen weiter sind, ich habe das Spiel ja schon mal ein bisschen gespielt. Für die, die es nicht wissen. Man kann später so oft, wie man will, umskillen mit einem Spiegel. Und dann auch mal sehen, ob dann... Weil da müssen wir nämlich unsere Charaktere so ein bisschen spezialisieren. Das kriegen wir aber alles hin. So, Fertigkeiten. Können wir auch alle bearbeiten, was wir mitnehmen. Ich weiß nicht, ob ich Geisterfrieden so mitnehmen. Also ich meine, klarer Geist für 3 Runden ist schon, ja, Aber ich weiß nicht, ob ich diese Fähigkeit mitnehmen will am Anfang oder nicht vielleicht lieber so Brenndolche oder eine Zündung habe, damit wir vielleicht ein bisschen mehr auf Damage gehen können. Achso. Also das wäre ja eher so das, was ich hätte, oder? Ja, wir machen mal das. Auch wenn das standardmäßig nicht so ist, würde ich lieber die Brenndolche mitnehmen als diesen Geistesfrieden. Ich bin ja nicht so jemand, der gerne bufft. War ich auch im ersten Teil nicht so wirklich. War eher der mehr Damage machen wollte. Die Elementarfreispieler, ja gut, das, okay. Talente! Bei den Talenten können wir natürlich auch hier wieder mannigfaltig was machen. Da gibt es, glaube ich, auch wieder den Zombie, den man, wenn man den auswählt, dass man dann quasi, ich weiß gar nicht, heißt er hier auch Zombie oder heißt er hier anders? Also zumindest das Talent, wo man durch Gift geheilt wird, aber durch Heilung Schaden nimmt, ne? Dieses Talent meine ich. Weiß gar nicht, ob es den hier gibt. Aber das steht zumindest im Wunderkind. Wunderkind gibt es, Tierfreund natürlich auch.
Sehe ich jetzt gerade nicht. Wahrscheinlich gibt es den hier irgendwo oder der heißt anders. Ja, wir können natürlich auch die File-Zurückgewinnung nicht nutzen und dafür was anderes nutzen, aber ich würde sagen, als Weitläufer ist die File-Wiedergewinnung natürlich ganz geil, weil dann haben wir nämlich eine Chance von 33%, weiß nicht, ob man die später auch noch erhöhen kann, dass man ein File wieder zurückbekommt. Oder aber auch, also ja, also nicht oder aber auch, das ist ja genau das, dass wenn du nämlich eine Fähigkeit benutzt, also ein File-Fähigkeit benutzt, also zum Beispiel du hast so ein Feuer-File, den schießt du ab oder so, ne? Dass da eine 33%ige Chance ist, dass du diesen wieder zurückbekommst. Sehr praktisch ist. So, Kennzeichen, das ist auch neu. Ich erkläre hier am Anfang sehr viel, das wird sich später ändern. Ich würde auch sagen, dass wir hier erstmal eine Folge mit der Charakterstellung quasi uns befassen und dann erst richtig ins Spiel reingehen. Wir haben hier die Kennzeichen. Das ist auch was Neues, das ist quasi das, ja, das Tag-System. Die NPCs in der Spielewelt reagieren unterschiedlich auf den Charakter, je nachdem, welche Tags man angelegt hat. Bei den Origin-Charakteren kann man einige Tags nicht austauschen. Oder ich glaube sogar nicht nur einige, sondern gar keine Tags austauschen. Ne? Kann ich die. Nee, man kann gar keine Tags austauschen. Und je nachdem, was du ausgewählt hast, ist es halt, ne? Also zum Beispiel so der Ex-Exit-Tag ist zum Beispiel Echsen. Also zum Beispiel ist es so, dass Echsen in der Lore von Divinity Sklavenhändler sind. Beziehungsweise sehr gerne Sklaven halten. Und wenn du dann halt mit anderen interagierst, kann es sein, dass du die Möglichkeit hast, zum Beispiel jemanden quasi zu beleidigen, dass du den jetzt gleich als Sklaven haben möchtest oder dass andere dich verspotten, weil du ja ein Sklavenhändler bist oder ja, weil, ne, weil du bist eine Echse. Deswegen hast du halt diesen Ruf als Sklavenhändler sozusagen, ne? Gleichzeitig jedoch aber auch dadurch, dass ich den Tag Roter Prinz habe, sehen mich die Echsen zumindest, oder zumindest manche, als sehr noble, hohe Person an, weil ich ja halt eben ein Prinz bin, ne? Das passiert aber auch nur dadurch, dass ich jetzt hier den Roten Prinz ausgewählt habe. Der Tag ist normalerweise für Standard, also für so Customisierungscharaktere nicht verfügbar. Männlich natürlich logischerweise, weil ich ja männlicher Lizard bin. Diese Adlig und Gelehrte, das sind diese Tags, die hier noch ausgewählt wurden, noch dazu. Wie gesagt, adlig, dass ich halt eben, ne? Dadurch kann es auch sein, dass ich durchaus adlig antworten kann, aber auch gleichzeitig die Möglichkeit habe, so als Adliger von manchen gesehen zu werden. Und beim Gelehrten halt auch. Und alles die Möglichkeit, also diese ganzen Tags bieten einerseits die Möglichkeit, spezielle Gesprächsoptionen im Spiel zu haben, wodurch halt jeder Tag auch ein anderes Spielegefühl im Spiel hat. Gleichzeitig aber auch sehen die NPCs mich unterschiedlich, je nachdem, was für Tags ich habe. Also verhalten sich unterschiedlich. Ne? Was eine ganz coole Sache ist. Ist ein bisschen kompliziert vielleicht, aber ist eigentlich eine ganz coole Geschichte. Und auch ein Instrument können wir wählen. Das ist auch neu. Wähle dein Herkunftsinstrument aus. Es spielt in der Kampfmusik die Hauptstimme und hebt bestimmte Momente deines Abenteuers hervor. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwas Krasses abgeschlossen habe im Spiel oder im Kampf einen Gegner getötet habe, dann wird dieses Musikinstrument sehr stark raushörbar sein und die Musik so ein bisschen im Hintergrund verändern. Das ist das so ein bisschen, damit wird man so ein bisschen angespornt, so, boah, geil, du bist gerade richtig on the row, mach weiter und so weiter und so fort, ne? Und dann hast du jetzt die Möglichkeit, aus vier Musikinstrumenten auszuwählen. Ich denke mal, dass es auch schon Mods gibt, die theoretisch noch mehr hinzufügen, aber wir spielen ja hier ohne Mods. Wir haben hier also die Möglichkeit zwischen Bansuri, das ist eine Flöte, ein Tambura, das ist, ich wollte gerade sagen, irgendwie so ein Cello, aber das ist da unten ja selber schon drin. Das ist also eine Gitarrenart. Ja, also
Dann gibt es noch ein Ode. Und ein Cello. Also ich muss ehrlich sagen, das sieht aus wie eine Flöte. Und die anderen, die beiden Namen, die kenne ich gar nicht. Ist wahrscheinlich auch nicht übersetzt ins Deutsche, sondern einfach nur in Englisch. Und wenn das in Allgemeinsprache da übersetzt werden würde, dann würde ich sie vielleicht auch kennen, die Musikinstrumente. Aber so sehe ich halt nur, dass das eine Flöte ist und das halt Cello und Cello, ja, das kennt man ja. Ich würde auch sagen, wir nehmen das Cello, ne? Das würde ganz gut reinpassen. Ein schönes Streichinstrument zu so einem besonderen Spiel, das passt schon ganz gut. Ja, wir sind fertig. Das war die Charakterstellung, gleichzeitig ist die Folge hier auch vorbei. Das ist ganz gut, das passt super. Es wird mit der Erklärung, mit den ganzen Neuerungen natürlich nicht aufhören im Spiel. Diejenigen, die das ein bisschen kacke finden, sorry. Es ist halt einfach ein Spiel. Das ist nicht wie, ja, ich sag mal, wie ein Standard-Rollenspiel, wo man die Steuerung und die ganzen Thematiken eigentlich kennt, weil sie ja in anderen Spielen genauso oder fast genauso sind. Nein, das ist schon etwas. Es ist ein Spiel, das ist ein bisschen komplexer und vor allen Dingen komplexer im Gegensatz zum Vorgänger. Also, nächste Folge geht's los. Und dann schauen wir mal, wie wir uns so machen in Divinity Original Sin 2.